kommen die nächsten beiden. Hey! Eine Leiche! Eine Leiche! Unser Anführer ist tot! Doch wir sind... K.O. schlagen! So, dann bist nur noch du da. Okay, ich komme hier nicht weg. Ich werde gewinnen. Und wie ich gewinnen werde. Und wenn ich euch alle ausschalten muss. Es wundert mich, dass ich überhaupt so viel machen muss. Dass ihr mir alle so hinterhergeschissen kommt. Habt ihr keine anderen Wege? Meine Fresse. So, her damit. Okay, ab in den Schrank. Ich kann immer noch nicht speichern, das heißt, die sind immer noch auf der Jagd nach mir. Da ist er, der Letzte. Halt den Mund, du Idiot. Vögel werden wir jetzt auch erstmal ausschalten. Aber nur zur Sicherheit. Huf. Wo ist noch einer? Okay, aber wir haben fast alle, wenn nicht sogar alle, vernichtet. Heißt, Spiel speichern, besser geht's nicht und alles mitnehmen, was wir jetzt finden können. Es hilft uns nochmal weiter, eventuell den Bogen noch aufzustufen. Was mir nicht ganz so wichtig ist, eher die Fokuspunkte möchte ich fast alle haben. Tintenfass. Gut, hier sind wir oben. Wir haben hier noch ein Portemonnaie. Portemonnaie. Sonst ist hier nichts weiter. Dann runter. Inquisition. Hier hinten sind Scherben. Die sind jetzt auch nicht mehr so wild. Ist ja keiner mehr da, der uns hören könnte. Doch, der Vogel. Stirb. Huf. Ansonsten nichts. Nein, nur ein Schrank. Da verstecken wir uns jetzt erstmal drin. Speichern. Nice. Sehr gut. Gut, wir waren oben. Wahrscheinlich überall. Ich gucke aber nochmal hier vorne. Denn da kommt man auch lang. Sehr gut. Durch die Fenster kommen wir nicht durch. Sonst finde ich hier auch nichts Hübsches. Das heißt, wir können nur noch auf die andere Seite und runter. Wieder speichern. Ist denn nur schon wieder? Vögelchen. Sei einfach ruhig. Gut. Hier ist garantiert noch jemand unterwegs. Machen wir erstmal die Kerze aus. Wo ist denn hier jemand? Ach da. Ganz ruhig. Wir schauen uns hier erstmal ganz in Ruhe um. Mohn ist voll, davon können wir aber was verwenden. Das ist nicht schlimm. Wieder ein antiker Armreif. Normaler Armreif. Und hier war auch noch was drin. Schloss knacken.
Eins, zwei, drei, vier. Mach sie auf. Oh, Pfeile. Pfeile ist immer gut. Sägezahnpfeil, Sägezahnpfeil. Noch ein paar alte Goldstücke, die 17 Gold wert sind. Oh, das ist nice. Wir sind fast wieder bei 1000 Gold. Dabei hatten wir vorher nichts, aber auch null und nada. Das heißt, wir haben wieder ordentlich aufgeholt. Hier ist noch eine Krähe. Und tschüss, jetzt nicht mehr. Ich sehe auch nicht, wohin ich schieße. Deswegen schieße ich auf gut Glück. Hua! Dein Ende naht, Ungläubiger! Tut es das? Ich glaube kaum. Es ist nur ein toter Vogel. Hey! Hier liegt ein toter Rabe! Finden wir den Feigling! Ich glaube ja nicht, Gläubiger. Stell dich der Dämmerung! Boah! Ich höre dich, Eindringling! Tust du das? Wohl nicht. So, jetzt haben wir wenigstens unsere Ruhe. Kerzen aus. Mal hier reingucken. Oder ist das ein Außenrumgang? Nee, der führt wieder ganz woanders hin. Ist ja ruhig. Du kriegst gleich einen Erstickungsfall. Wenn du nicht die Klappe hältst. Den Schnabel in deinem Fall. Reitkopfpfeil, das ist gut. Dann können wir auch Wachen erschießen. Kohle. Oh, noch mehr Kohle. Eine Spritze. Ein Münzhaufen. Ein Brieföffner. Und das war's. Nee, eine Schublade ist noch. Da ist aber nichts drin. Ein Löffel. Ah, sieht gut aus. So um die 1000 Gold haben wir schon mal. Hier waren wir bereits. Und hier waren wir auch. Hier sind wir ursprünglich hochgegangen. Na toll, ich hätte das Ganze abkürzen können. Super. Okay. Portemonnaie mitnehmen. Einmal runter gucken. Hier links sind wir schon lang, ne? Genau. Speichern. Wieder zwei Wachen weniger, jede Menge Kohle. Und jetzt ganz ruhig. Da ist ein Spind. In dem können wir speichern. Und uns verstecken. Dann benutzen wir seit langem mal wieder einen Wasserpfeil. Nee, der bringt mir nichts. So ist schön. Na, gibt's noch mehr? Wohl nicht, aber ich komme hier auch nicht weiter. Kommt man hier irgendwo hoch? Auch nicht. Aber es muss einen Weg geben. Ah, hinten rum. Ja, von hinten gefällt mir. Da kommen wir nur hoch mit einem Sägezahnpfeil. Obwohl, wir könnten auch einen stumpfen Pfeil verwenden, die sind günstiger. Siehste, geht auch so. Wow, antikes Gefäß.
Was hier nicht überall rumliegt. Ach, da hätten wir auch hochgekonnt. Und dann hätten wir an das Seil gehen können. Das sind zwei Seilbalken, verstehe ich nicht. Ist da vorne auch einer? Nein. Habe ich so viel verpasst? Liegt da so viel rum? Entschuldigung, wollte ich nicht. Was ist das? Nur eine Flasche, ne? Kiste haben wir gesehen. Hier hätte man noch hochgekonnt. Ah. Okay. Ich denke mal, dann haben wir soweit alles. Schön. Und wieder zurück. Hier haben wir noch eine Münze liegen lassen. Ein schönes Stück. Erinnerung an einen Greis. Wieder ein Ring. Dann müssen wir da hoch. Aber hier gibt es nichts mehr. Nein. Gut. Könnte man auch lang? Ah, wenn man dann das zweite Seil hätte, hätte man andersrum laufen können. Das ist natürlich auch interessant. Wir wagen uns immer durch die Wachen durch. Wir gucken gar nicht, ob es oben oder unten rum lang geht. Ich brauche einen Plan. Und hier ist er. Reingehen und improvisieren. Ein toller Plan. Gefällt mir. Dann machen wir hier die Fackeln aus. Nehmen den Kerzenleuchter mit. Und gucken in die Kiste rein. Ich frage mich, wie die Improvisation aussieht. Denn das Spiel ist nicht dazu ausgelegt zu kämpfen. Wieder ein antikes Gefäß, gibt wieder 48 Goldmünzen plus 20 für den Münzhaufen. Und wir sind schon wieder bei 1241 Gold. Ich denke mal, für 600 und 750 können wir uns dann demnächst wieder zwei Punkte kaufen. Zwei Fertigkeitenpunkte. Er sagt reingehen und improvisieren, aber ich komme noch gar nicht rein. Achso, hier gibt's. Okay. Spiel speichern. Sehr gut. Einmal drehen. Neue Karte. Auf geht's. Auf geht's. Heute zeigen wir Baron Northcrest, dass die Menschen die Lebensenergie dieser Stadt sind und beachtet werden müssen. Eure Schmerzen und Ängste sind bald vorbei. Freunde, heute ist ein guter Tag. Die Energie, die ich euch hier gebe, vertreibt jede Krankheit, die versucht, euch zu befallen. Sobald alle gesalbt sind, teilen wir dieses Geschenk mit der Welt. Jenseits dieser Küste! Wir sind schon wieder irgendwo. Was ist das? Ein Strauch. Und ihr seid sehr komische Figuren. Und ich bewegt ihr euch nicht. Wir müssen offensichtlich jetzt die Teile, die Fragmentteile von dem Urkraftstein sammeln. Die hier überall rumliegen. Inventar voll. Ja, Mohnblume gibt's nicht mehr. Ich komme hier nicht durch. Der lässt mich nicht durch. Der lässt mich jetzt auch nicht mit. Was ist denn hier los? Es ist echt gruselig mit euch. Verschwindet. So viele Mohnblumen. Da ist das zweite Fragmentstück.
fehlt nur noch eins. Eine äußerst fragwürdige Szene. Und wir können es ihm abnehmen. Oh, warte, die Zeit steht still. Da kommt Aaron. Garrett! Was habt ihr getan? Ich brauche ihn! Wir brauchen ihn! Begreift doch, was ich hier zu tun versuche! Ihr müsst aufhören, Orion. Womit? Die Menschen zu beschützen? Ihnen ein besseres Leben zu geben? Ihr helft diesen Leuten nicht, ihr verurteilt sie zum Tode. Sie fühlen sich jetzt gut, aber ihre Körper ertragen die Urkraft nicht. Nein! Der gehört mir. Der Rattenkönig. Räumt Taschen aus wie immer. Ich will dich seit langem hängen sehen, Meister Dieb. Ich brauch nicht mal einen Strick. Es wird mir eine Freude sein, dich mit bloßen Händen tot zu prügeln. Es wurde auch Zeit. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Ah, Garrett, ist weglaufen, alles, was du kannst. Ich bin tot. Das ging schnell. Das heißt, er darf uns nicht entdecken, ja? Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Ah! Okay. Ich wusste, du hast. Entkomme oder stell dich dem General. Wäre es einfach gewesen, hätte es nur halb so viel Spaß gemacht. Lauf, Garrett! Lauf! Er hat mich verbrannt. Verdammt! Aber ich will das Zeug noch mitnehmen. Einfach so entkommen, das schaffe ich sowieso nicht. Eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Offensichtlich ein Feuerstab oder sowas in der Art. Meistens töte ich, weil ich muss. Dann tot werde ich nie. Nehmen erstmal alles mit.